Pacific Drive bringt frischen Wind ins Survival-Genre. Seit dem 22. Februar ist das Singleplayer-Survival-Spiel auf dem PC und der PS5 verfügbar. Hier sind wir mit einem Station Wagon, also einem klassischen amerikanischen Kombi, in einem rätselhaften und gefährlichen Sperrgebiet unterwegs. In erster Linie kämpfen wir dort zwar ums Überleben, allerdings verlieren wir uns nur allzu gern im Tuning unseres Autos. Denn nur wenn wir unseren zunächst behäbigen Begleiter ausbauen und aufwerten, bringt er uns auch sicher durch die etwa 20- bis 30-stündige Kampagne. Pacific Drive verzichtet dabei auf eine klassische Open World, sondern schickt uns immer wieder in zufällig generierte Level-Instanzen. Wie genau das funktioniert und ob das Konzept des Autos als permanente Begleiter in einem Survival-Spiel überhaupt funktioniert, schauen wir uns jetzt im Test an. Survival mit dem Auto. Das klingt für viele nach dem morgendlichen Berufsverkehr, einschließlich Parkplatzsuche in überfüllten Innenstädten. Doch Pacific Drive bietet uns eine ganz andere Form von Überlebenskampf. Denn weder nerven uns hier andere Autofahrer, noch beschweren wir uns über zu wenig Platz. Stattdessen machen uns hier gruselige Anomalien, eklige Monster und tödliche Strahlung das Leben schwer. Dieses hier ist übrigens die sogenannte Olympic Exclusion Zone, ein Sperrgebiet. Pacific Drive spielt nämlich in einer alternativen Zeitlinie. Ende der 1940er Jahre wurde im Nordwesten der USA auf der real existierenden Olympic-Halbinsel eine mysteriöse neue Technologie entdeckt. Auf Berichte über wundersame Erfindungen und neue Möglichkeiten der Energiegewinnung folgten Meldungen über Vermisstenfälle und nächtliche Evakuationen der Zone. In den 60er Jahren riegelte die Regierung dann den gesamten Bereich ab, zog dicke Mauern drumherum und erklärte die Halbinsel zum Sperrgebiet. Jetzt, also im Jahr 1998, verschlägt es uns in Pacific Drive genau in diese verbotene Zone. Und da wollen wir so schnell wie möglich wieder raus, also zumindest glauben wir das. Denn unsere Spielfigur spricht nicht, hat keine Vorgeschichte und auch sonst nicht den Ansatz eines Profils. Im Prolog fahren wir an der Sperrzone vorbei, ein mysteriöses rotes Licht zieht uns hinein und wenige Augenblicke später rennen wir auch schon um unser Leben. Dabei finden wir dann auch den Kombi und fortan machen wir als unzertrennliches Duo die Sperrzone unsicher. Das mit dem unzertrennbaren Duo ist wörtlich gemeint. Wie so ziemlich alles in der Zone ist auch das Auto eine Anomalie. Genauer gesagt, ist es ein Relikt, das sich an einen Menschen bindet und ihn beschützt, ihn aber früher oder später in den Wahnsinn treibt. Das erfahren wir von Francis und Tobias, die uns zusammen mit der mürrischen Oppi per Funk durch die Zone und die Story dirigieren. Warum sich diese drei NPCs noch in der Zone aufhalten, was ihre Ziele sind und was unser Auto und wir damit zu tun haben, erfahren wir in der Kampagne. Bis wir das Ende erreichen, können 20 bis 30 Stunden ins Land ziehen. Das hängt aber vor allem davon ab, wie viel Zeit wir uns selbst fürs Crafting und für die Materialbeschaffung nehmen. Doch erstmal zurück zur Story und den Charakteren. Die englischen Sprecher machen ihre Sache gut, und das müssen sie auch. Schließlich sind ihre Stimmen für uns das einzig Greifbare. Die drei wachsen uns so weit ans Herz, dass wir unbedingt wissen wollen, wie Pacific Drive weitergeht. Die Story an sich ist allerdings ziemlich wirr, passt aber ganz gut zum abgefahrenen Setting. Sprachausgabe auf Deutsch gibt es übrigens nicht, aber immerhin deutsche Texte inklusive Untertitel. Wenn ihr jetzt denkt, mit einem Kombi eine Sperrzone erkunden? Bestimmt in einer Open World. Dann müssen wir euch enttäuschen. Pacific Drive hat keine Open World, sondern setzt auf zufällig generierte Level-Instanzen. Das funktioniert so. Oppis Werkstatt ist unser Hub. Hier reparieren und tunen wir unser Auto, schalten Blaupausen für neue Teile frei und bereiten uns auf den nächsten Ausflug in die Zone vor. Ist alles erledigt, gehen wir an den Routenplaner und wählen uns das nächste Ziel aus. Anschließend geht das Tor auf, wir fahren bis zur Levelgrenze und nach einem Ladebildschirm sind wir im neuen Level angekommen. Wie die Level aussehen, schauen wir uns gleich noch näher an. Aber bleiben wir erstmal noch kurz in der Garage. Die ist nämlich richtig cool. Wir inspizieren Türen, Räder, Stoßstangen, Lampen, Motorhaube und Kofferklappe, bauen Flutlichter und zusätzlichen Stauraum an die Seiten unserer Karre und aufs Dach. Wir verpassen dem Auto einen neuen Anstrich, bringen Aufkleber an und dekorieren den Innenraum. Kurz, wir bauen in Pacific Drive unser Traumauto. Naja gut, unseren Traumkombi. Für eine Tour durch die Apokalypse. Ihr wisst, was ich meine. Das Tuning und die Individualisierbarkeit machen in Pacific Drive eine Menge Spaß und motivieren uns immer wieder zu Beutezügen in die instanzierten Level. Und diese Motivation braucht es auch, denn beim eigentlichen Gameplay, also den Ausflügen in die zufällig generierten Level, plagen Pacific Drive ein paar eklatante Design- und Balancing-Schwächen. Was wir damit meinen, schauen wir uns hier an. Wie vorhin gezeigt, starten wir nach einem Ladebildschirm in einer Level-Instanz. Die einzige Karte sehen wir auf dem Arc-Device auf dem Beifahrersitz. Das ist eine mysteriöse Maschine von Oppi, die mit der rätselhaften Technologie der Zone funktioniert. Orte sind in Pacific Drive nämlich nicht beständig, sondern werden von der Instabilität permanent verändert. Zum einen erklärt das die zufällig generierten Level. Zum anderen bedeutet das für uns, dass wir pro Level nur etwa 15 bis 20 Minuten Zeit haben. Dann nämlich ertönt dieser schrille Warnton.
und kündigt einen alles vernichtenden Sturm an. Ein Leveldurchgang läuft dann in etwa so ab. Wir starten in die Zone, checken die Karte nach interessanten Orten, fahren so viele wie möglich davon ab, sammeln ein, was geht und verduften vor dem Sturm durch eins der magischen Portale wieder zurück zur Werkstatt. Als wäre das noch nicht schwierig genug, schließlich herrscht ja ein harter Zeitdruck, müssen wir aber auch noch die nötige Energie für die Rückreise an solchen Ankerpunkten hier einsammeln. Erst dann können wir tatsächlich durch ein Portal entkommen. Und wie ihr seht, lauern auf den Straßen und abseits davon jede Menge Gefahren in Form von Anomalien wie dem Entführer hier oder Elektroblitzen, Pollern und diesen gruseligen und explosiven Touristen. Anomalien umfahren wir besser weiträumig, naja, so weiträumig es eben geht. Bekämpfen können wir die gefährlichen Eigenarten der Zone jedenfalls nicht. Das klingt stressig und spielt sich auch so. Während Pacific Drive also eigentlich die Faszination einer unbekannten Welt und die Erkundung mit dem Kombi vermitteln möchte, sorgen die instanzierten Level und der starke Handlungsdruck oft für mehr Panik, als der Spielspaß verkraftet. Außerdem ist Pacific Drive schlecht lesbar und unnötig sperrig. Hier wollen wir einen Ausflug in die Zone unternehmen und wählen am Routenplaner einen Knotenpunkt. Auf der rechten Seite sehen wir die Knotenpunktverhältnisse. Das sind zufällige Modifikatoren für das nächste Level und meistens machen die unseren Ausflug noch viel schwerer. Wenn dort aber wie hier endlose Stabilität, auch zu erkennen an dem Taubensymbol, steht, haben wir alle Zeit der Welt. Kein Sturm, kein Zeitdruck, nur die Welt, unser Auto und wir. Na gut, und die anderen Anomalien, die uns töten wollen, aber die können wir ja umfahren. Wenn wir in Gebieten mit endloser Stabilität unterwegs sind, ist Pacific Drive ein ganz anderes Spiel. Dann halten wir an jedem Schrottauto, stellen jedes Haus auf den Kopf und pumpen auch den letzten Tropfen Benzin aus einem halb vergrabenen Fass tief im Wald raus. Kurzum, dann sind wir in unserem Survival-Element und es kommt echte Roadtrip-Stimmung auf. Wenn wir aber den Zeitdruck im Nacken haben, sind wir, im wahrsten Sinne des Wortes, getrieben. Wie ein Außendienstmitarbeiter im Passat, der bei 270 km/h dem Porsche vor ihm noch Lichthupe gibt, rasen wir durch die Level und wollen Beute machen. Gerade zu Beginn des Spiels kann das wahnsinnig schnell zu Frust führen. Und dabei wäre das eigentlich total leicht vermeidbar. Allerdings steht sich Pacific Drive hier selbst ein bisschen im Weg. Schaut nochmal auf die Levelauswahl im Routenplaner. Wir wählen ein Ziel und sehen dann, welche Modifikatoren uns erwarten. Dummerweise haben wir das Ziel zu diesem Zeitpunkt aber schon bestätigt. Wir können jetzt also nicht mehr wechseln. Wenn wir nun aber vor der Routenplanung manuell speichern und anschließend laden, können wir uns doch noch die beste Option für unsere nächste Tour heraussuchen und so wenigstens ein bisschen Druck rausnehmen. Viel praktischer und auch offensichtlicher wäre hier aber eine einfache Zurückoption. Zumal es ja ohnehin schon eine Möglichkeit dafür gibt, auch wenn die etwas umständlich ist. Das Roguelike Game Design ist also nicht per se schlecht, sondern eher gewöhnungsbedürftig. Beim Balancing müssen die Entwickler der Ironwood Studios aber auf jeden Fall nochmal ran und Frustpotenzial rausnehmen. Wenn wir in einer Instanz landen, in der der Modifikator gespenstische Dunkelheit aktiv ist, sehen wir ohne Lampen wirklich gar nichts. Wenn uns dann noch eine Anomalie einen Hügel runterwirft, der Sturz die Scheinwerfer zerstört und wir zwischen Bäumen und Steinen festhängen, ist das allein schon zum aus der Haut fahren. Wenn in so einer Situation auch noch das nervige Sturmsignal ertönt und wir gar nicht mehr die Möglichkeit zur Flucht haben, wünschen wir uns sogar den verhassten Berufsverkehr zurück. Entweder knipst uns dann der Sturm die Lichter aus oder wir brechen die Tour übers Menü selbst ab. In beiden Fällen landen wir durch die magischen Kräfte unseres Autos wieder in der Werkstatt. Allerdings in desolatem Zustand und mit stark ausgedünntem Inventar. Das Spiel stellt uns durch neuen Schrott und diesen hilfreichen Müllcontainer zwar immer einen Grundstock an Ressourcen für die Reparatur zur Verfügung, in Pacific Drive besteht aber immer die Sorge, nach einer verkorksten Mission mit schlechteren Teilen dazustehen als vorher. Das drückt auf Dauer schon ziemlich stark auf die Motivation. Doch genau die ist eigentlich so eine wichtige Triebfeder in Pacific Drive. Denn unser Spielfortschritt ist sehr gut spürbar. Anfangs steuert sich der Kombi beispielsweise wie eine träge Seifenkiste. Sobald wir dann aber Offroad-Reifen freischalten, bewegen wir uns viel sicherer durchs Gelände. Stahlplatten und Stahltüren stärken unsere Resistenzen gegen Blitze, Strahlung und Co. Jedes bessere Teil und jedes freigeschaltete Upgrade wirkt sich also merklich aus. Und auch deshalb ist Pacific Drive ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite ist das spannende und erfrischende Konzept mit dem Auto, das wir von der Klapperkiste zum Zonenpanzer ausbauen. Auf der anderen Seite fluchen wir über die immer gleichen Zufallswelten, den Zeitdruck und unausgegorenes Balancing. Und trotzdem steigen wir auch nach total verkorksten Touren wieder ein und versuchen es nochmal. Weil Pacific Drive dann halt doch diesen ganz speziellen Charme hat. Die positiven Aspekte greifen so gut ineinander, dass wir dem Spiel wirklich sehr viel verzeihen. Wir wollen wissen, wie es mit Oppi, Tobias und Francis weitergeht. Wir wollen endlich einen besseren Motor, damit wir schneller vom Fleck kommen und... Hey, was ist das denn? Flutlichter fürs Dach? Die brauchen wir, unbedingt. Dann kann uns die gespenstische Dunkelheit gar nichts.
Je länger wir spielen, desto mehr wollen wir es dieser vermaledeiten Zone einfach zeigen. Hoffentlich hören die Ironwood Studios auf das Feedback der Community und machen Pacific Drive etwas besser lesbar, was die Gefahren der Welt und die Bedienung angeht. Dass sie durchaus schon ein sehr gutes Auge für Details haben und sehr viel Liebe in Pacific Drive steckt, sehen wir bereits an ganz vielen Stellen. Die Itembeschreibungen strotzen vor Witz. Die Dialoge der Sprecher sind klasse geschrieben und wenn wir in unser Auto steigen, bedienen wir Zündschlüssel, Schaltung, Blinker und Scheibenwischer über kontextsensitive Menüs. Das ist so simpel und gleichzeitig so immens stimmungsvoll. Stimmungsvoll ist auch das richtige Stichwort für die Grafik. Pacific Drive erzeugt mit der Unreal Engine wirklich atmosphärische Schauplätze einer verlassenen Apokalypse. Am Tag sehen wir Panoramen von Landschaften und Bergen, verfallene Stromleitungen und Türme, verlassene Häuser und Blechlawinen. Nachts hören wir auf jedes Geräusch und erschrecken bei plötzlich leuchtenden Anomalien. Und im Sturm ist eh alles zu spät. Auf der anderen Seite stolpern oder fahren wir immer wieder über wirklich krasse Aussetzer. Vor allem die teils absurd niedrig aufgelösten Gras- und Steintexturen reißen immer wieder aus der ansonsten dichten Atmosphäre. Aber irgendwie passt auch das wieder ganz gut zu Pacific Drive, einem Survival-Spiel, das auch in Sachen Grafik zwischen den Extremen pendelt. Im Test haben wir das Spiel regelmäßig aufs Übelste verflucht, nur um kurz darauf bis in die Haarspitzen motiviert eine neue Runde zu starten. Das Gute ist, dass die frustrierenden Elemente relativ leicht behoben werden können. Wenn die Ironwood Studios in Form von Updates an den richtigen Stellschrauben drehen, kann aus dem ungewöhnlichsten Survival-Spiel des Jahres ganz schnell auch eins der besten werden.